Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Ja. Schauen wir uns mal die Situation an. Wir haben nur noch drei Mavericks übrig. Und ja, wen nehmen wir wohl als nächstes? Wir gehen erneut wieder in diese Level. Und ich muss jetzt sehr gut überlegen, wen ich mitnehme. Ich nehme ihn und ihn. So, und das ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir Weil in dieser Level begegnen. Weil sonst muss ich wieder diesen Horrorraum machen und den schaffe ich einfach nicht. So, das ist jetzt verflucht wichtig. Also bitte, ich brauche etwas Unterstützung hier. So. There's a complex system of switches in this facility that changes gravitational pull. Be careful of falling objects when you change the gravitational direction. Und ich darf wohl nichts verpassen, weil wenn ich, naja, in dieser Level irgendwas verpasse, dann muss ich hier irgendwann noch mal rein. Und ich glaube nicht, dass Weil dann noch mal auftaucht. Das heißt, ich krieg hier ohne Ende Probleme. So, und es ist ganz wichtig, dass ich diese Typen hier angreife, weil die können auf die verdammten Stacheln umlaufen. Ich demonstriere mal. Geil, wa? So, das muss ich mir aber aufsparen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn er jetzt nicht hier auftaucht, dann. Ja, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich habe zum Glück die Waffe, die gegen ihn effektiv ist. Ah ja, und wenn ich gegen ihn verliere, dann hat man ja gesehen, was mal einmal passiert ist, dann. Kommt er nicht wieder. Ja, super, ne? Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht besiege. Bei der Begegnung, falls er überhaupt auftaucht, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer sein, hier durchzukommen. Mir fällt gerade auf, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin so nervös gerade. Halt, Sekunde, ich hätte vielleicht. Na egal, hier ist egal. Schwierige Teil kommt. Hier kann ich noch verpassen, was ich verpassen kann. Bla bla bla. Oh, alleine Ding ist da. Die Level haben wir schon gemacht, den muss ich aber nicht erklären, was zu tun ist. Die Level haben wir ja leider schon sehr oft gesehen. Upsala. Wow. Okay. Ich glaube, wir sind gleich da. Da wieder die Dinge einsammeln. So oder so, ich bekomme Metalle, das ist auch gut. Mehr Metalle sind mehr Metalle sind mehr Metalle. So. Hey, er bekommt keinen Schaden, wie geil. Warte mal. Macht unbesiegbar gegen Angriffe, die minimalen Schaden anrichten. Geil. Boah, wir sind schon jetzt unbesiegbar. Wie geil. So. Ich muss jetzt hier. Nein. Okay, das heißt, wir müssen die nächste Level machen. Den Raum schaffe ich nämlich nicht. Ich glaube, das war schon falsch, oder? Mann! Ja, wo soll ich hin? Wo soll ich hin?
Nein, boah, bin ich bescheuert. Okay, ich muss nach links. Ne, ich muss nach rechts. Oh, geht schon wieder los. Mann, warum taucht beide nicht auf? Verdammt. Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt schaffe, hier durchzukommen. Ich bin zu blöd, um das hier zu schaffen. Das ist einfach zu schwer. Es gibt auch außer dieser Möglichkeit keine andere einfache Möglichkeit, hier durchzukommen. Das ist extrem blöde. Wie bekomme ich Metalle? Boah, ich möchte nicht, dass ich in dem Part schon wieder hier X erreichen. Aber ich glaube einfach, er durchkommt. So, nochmal. Mann! Warum? Was soll der Scheiß? Oh. Oh, ich sammle Metalle aber ein. Ich brauche die. Oh. Er ist so blöde. Warte mal einen Moment. Gab es nicht irgendetwas, was die Dinger kaputt gemacht hat? Ja, das nicht. Da bin ich gleich sowieso wieder verrecken. Ich meine, irgendwas konnte die Dinger da töten. Oder auch nicht. Ah, das ist irgendwas anderes. Ja, ich habe mit irgendwas verwechselt. Ah, ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level ohne Ende. Ernsthaft, ey. Ich weiß nicht, was ich hier zu sagen soll. Ich komme hier nicht voran. Selbst wenn ich jetzt hier durchschaffe, dann habe ich nur noch ein Leben. Das ist nicht fair. Kann ich Weil einfach auftauchen und Ende. So, ich muss rechts rein. Nächstes Mal. So. Einfach wieder zum nächsten. Da bin ich direkt nach links. Boah! Warum bewegt sich der eine denn nicht? Oh, ich hasse diese Level. Ich komme mit diesem Raum nicht klar. Das ist der einzigste Raum, den ich geschafft. Wenn ich das schaffe, dann haben wir es geschafft. Mann. Ja, ihr sollt nicht so fassen. Glaube ich euch nicht. Wie oft habe ich das jetzt schon versucht? Ich habe das schon mal ganz Leben lang hier versucht, das zu machen. Ich schaffe einfach nicht. Höchstens bekomme ich hier Metalle. Ja, wir haben irgendwie gar nichts erreicht in diesem Part, würde ich sagen. Selbst wenn ich das jetzt alles schaffe, dann müsste ich die ganze restliche Level in diesem Durchlauf schaffen. Das heißt, ich habe so oder so verloren. Boah. Es ist bescheuert.
Ich bin einfach nur bescheuert. Mann! Boah! Ey, wie soll man das schaffen? Oh. Es ist so zum... Oh. So eine Kacke. Ich gehe da jetzt noch mal rein. Glaub mal bloß nicht, dass ich das hier nicht mache. Oh, blöde Kacke. Ey. Dann mit denen die Wände runterputscht. Ja. Könnte sogar nützlich sein. Das wird nichts bringen. So, noch mal die ganze Scharade. Oh nee. Nein, nicht jetzt. Er zeigt euch ein anderes Mal. Ich will jetzt einfach hier machen. Roger. Here I come. Leave it to me. Ja, hi, wie geht's? Schon wieder du. Mann. Ich kann so kotzen. Finde ich nicht. Ah, ja, ist gut. Komm, Schaden, ist klar. Sowieso egal, ich frage sowieso hier. So. Geht durch. Hier ist ja noch alles okay. Aua. Ja. Mein Gott. Ich hasse diese Level, ich hasse sie wirklich. Ich habe nichts gegen den Boss, aber ich hasse diese Level. Ich weiß, hier ist irgendwo ein seltenes Metall versteckt. Aber ich komme da nicht ran. Da, habt ihr gesehen? Wie soll ich denn da rankommen? Das ist ein Selbstmordakt. Aber egal, darum komme ich mich andermal. Oh. Und wir sind wieder hier. Ja. Hab diesen Ort schon vermisst. Ich nicht. Wenigstens bekomme ich hier Metalle. Ich hatte schon bei einer anderen Aufnahme gerade zu viel Fails. Da muss jetzt nicht hier genau gleich passieren. So, wenn jetzt Weil nicht kommt, ne? Ich weiß zwar sehr unwahrscheinlich, dass er kommt. Ich glaube, jetzt kommt immer nur, wenn er der dritte Gegner ist, den man bekämpft. So, ich mache hier einen Schnitt und ich hoffe, wir schaffen es beim nächsten.